Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Ein Knall und ich lag am Boden. Es ging schneller, als ich es wahrnehmen konnte. Gerade eben hatte ich mir noch die Haare gekämmt und jetzt dieser Schmerz am Ohr und es floss Blut. Klingt wie ein kleiner Krimi, war aber, wenn ich ehrlich bin, einfach nur das Ergebnis meines »Ich ignoriere gerade bewusst Gottes Stimme«. Ja, ich war gerade als die singende Flugbegleiterin durch die Medien geschossen, ist ein paar Jahre her, und nun in aller Munde, beziehungsweise plötzlich auf vielen roten Teppichen unterwegs, zu Interviews und Fernsehshows eingeladen. Und ich wollte nichts verpassen. Naja, den Ruhetag, den Gott sich für uns Menschen wünscht, den verpasste ich über Monate hinweg. Aber seien wir ehrlich, das war mir in diesem Moment nicht wichtig. Also nicht so wichtig wie das aufregende Leben, das ich gerade führte. Es gab kein Halten, bis Gott mich ausbremste. Und an dieser Stelle möchte ich dir jetzt schon sagen, wenn Gott dich gerade ausbremst, dann nur, weil er dir etwas Wichtiges zu sagen hat. Und weißt du, was Gott mir sagen wollte? Alles, was du gerade schnell noch erledigst, wird dich schnell selbst erledigen. Ja, ich wollte an diesem Tag schnell noch nach Wien zu einem Interview fliegen, weil ich eben nichts verpassen wollte, bis auf die Zeit mit Gott. Und während nun der Arzt mein verletztes Ohr nähte, sagte ich tatsächlich, können Sie bitte schneller nähen, ich darf meinen Flug nicht verpassen. Selbst jetzt hörte ich nicht auf Gottes Deborah, stopp! Und das Ergebnis? Ich flog nach Wien und dieses Interview wurde schlussendlich der Auslöser für ganz viel Schmerz, mit dem ich monatelang zu kämpfen hatte. Verstehst du jetzt, weshalb Gott in deinem Leben gerade Stopp ruft? Wer Zeit mit Gott verbringt, wird weniger Zeit mit den Folgen seiner Fehlentscheidungen verbringen. Wo hörst du Gottes Stopp denn gerade sehr deutlich und rennst dennoch weiter? Wo ermutigt er dich, nicht selbst zu tun, sondern erst einmal bei ihm auszuruhen? Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen. Er will sehen, ob es wenigstens einen gibt, der einsichtig ist und nach seinem Willen fragt. Wirst du das sein? Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen. Du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.